Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jay on the Way. Aber weil das so lange her ist, habe ich mir ein paar Special Guests geholt und zwar... Danke vielmals für die Einladung, ich freue mich so hier zu sein. Yay. Auch krass, dass du den krassesten Gangster-Rapper Dublins eingeladen hast. Auch hast du die Kapuze jetzt abgezogen, dann funktioniert mein Job doch nicht mehr. Achso, geil. Wir checken gegen den Sonnenbrand. Wir checken heute den Zoo in Dublin aus. Welcome Dublin, Zoo steht hinter dir. Nice. Ich sehe einen Vogel auf dem Boden. Ich sehe einen Vogel vor der Kamera. Da oben, seht ihr das? Ein 2-Zehen-Faultier. Krass. Und da hinten auch? Ja, wie die da liegen. Warum? Das ist voll unbequem. Der hängt mit dem Rücken auf dem Ast, aber hat sich eingehakt mit seinen 4 Gliedmaßen in der Decke. Sind die verwandt mit dem 4-Zehen-Faultier? Also mir? Ja. Die sehen aber besser aus. Ich muss auch die schlechten Witze machen, weil damals bei Jay on the Way wurden auch ganz viele schlechte Witze gemacht. Vielleicht ist das ja auch einfach ein Reboot. Ein Reboot? Ja. Ein Reboot. Den schlechten Witzen aber auch. Guckt euch mal den Arm. Könnte doch ungefähr die gleiche Größe sein, oder? Also plus nur ein bisschen. Das heißt, der T-Rex hatte ganz schön kleine Arme. Mann. Ich frage mich, warum ich nicht Archäologe geworden bin. No shit, Sherlock, ey. Ja. Sehr neidisch auf diese Schlange da drin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber sie hat eine durchgehende Befeuchtungsanlage. Und gerade wäre ich gerne da drin und möchte durchgehend befeuchtet werden. Das wäre schön. Wo ist der grüne... Ja, also Peter und ich haben ungefähr eine Minute überall geguckt in diesem Terrarium und haben ihn nicht gesehen. Er hat sich gerade bewegt, das war dann natürlich einfacher. Okay. Er ist da weggegangen. Viel, viel einfacher. Okay. Was ich sagen, Martin? Ja? Ich weiß, du möchtest von mir fasziniert werden. Ich habe aber gerade keinen wissenschaftlichen Fakt, der dich umhaut. Das ist eine Tute. Das ist eine Ziege. Mäh macht die. Martin, wir dürfen nicht in den Streichelzoo rein. Der ist nicht zum Betreten und damit schlechter als der in Weeze. Geht gerne in den Streichelzoo in Weeze. Im Tierpark. Zitat Sebastian. Du musst jetzt aber auch suchen, Martin. Der Fasan gönnt sich richtig. Genau. Jetzt such mal den Fasan, der sich richtig gönnt. Ob. Ich brauch keinen Fasan. Ja, aber ich wollte nur sagen, der Zitat. Der Fasan gönnt sich richtig. Den Schatten. Was war das? Man darf sich nicht da drauf. Du hast gestern noch ein anderes Wort dafür gehabt. Lehnen. Was war das andere Wort, was du gestern hast? Genau, das ist Schummelei. Das ist nicht keine Ethnistische. Guck mal, wie glücklich die guckt, nur weil ich sie berühre. Ja. Ich dachte, die merkt das nicht immer. Mittlerweile innerlich tot einfach. Warum ist sie hart schwanger? Okay, let's go weiter. Mensch. Der Rapper ist unzufrieden. Nee. Ist schon wirklich ein kleiner Elefant da. Siehst du den? Der hat sich da gerade hingesetzt, der kleine Elefant. Ich habe gerade echt ein bisschen gebraucht, um zu checken, was für ein Scheiß der da wieder redet. Hä? Ich dachte, da hinten, da oben rechts um die Ecke wäre der jetzt gewesen oder so. Guck mal, meinst du damit? Bringen die das da Schaf? Ist der echte. Da kommt der Elefant. Da ist er doch. Guck mal, da wo das Seil dran hängt, ich glaube, da lassen die Schafe runter, damit die füttern können. Oder die Ziege. Die Ziege. Ja, genau, die Ziege. Ah, Peter ist ein Tier. Wo ist ein Tier? Du bist ein Tier.
Die Tiererkennung ist gerade angegangen. Achso, ich dachte, das war Tiergeräusche, Mann. Nee. Und das erste Mal mir eingefallen ist, es ist eine Kuh. Ich weiß auch nicht wieso. Aber vielleicht, weil ich Kuh so gerne mag zu essen. Ah, brauchen wir es auch ein Tier. Das ist bestimmt gerade Fütterungszeit. Wie viel haben wir denn? 15 Uhr, ist nicht 16 Uhr irgendwo eine Fütterung oder so? Alter, der hat gerade voll geschissen. Ja, ich glaube, den ist ein bisschen warm. Also so ein bisschen so wie, und oh, da ja, ist jetzt kein richtig Wunder. Viel. Guck dir doch mal an, guck mal, die sind richtig abgefuckt auf irgendwas. Da ist ja, auf was. Graureiher. Als ob die den da oben sehen, die gucken da vorne in den Busch. Ja, wie die macht. Oh, jetzt fällt es nicht da weg. Weißt du, und jetzt sind die alle cool. Als ob keiner guckt mehr nach oben. Jo, jetzt traut er sich auch raus. Ja. Weil der Graureiher wollte den Pinguin snacken. Ja, die haben echt Angst gehabt. Ja. Stellt euch vor, liebe Kinderlein, der Pinguin hat es gerade ins Wasser geschissen. Und Abfahrt. Die sind alle am Warten, ja? Alles Absnacker. Da. Da oben, alles Absnacker. Bram und ich haben gerade versucht, über Sound die nächsten Tiere zu hören. Wir dachten, die sind irgendwann dahinter noch. Dahinter. Und dann fangen die auf einmal wieder an und sie sind da. Das ist eine komplett andere Seite. Ja, das ist das Echo hier auch. Ja, Echo. Genau das ist nämlich dieses. Guck mal, das ist ein Wal. Aber der ist tot. Alter. Bonjour ist auch da. Oh, Red Panda. Wo ist er? Da oben chillt er ab. Wieder nur am Abgammeln, der Red Panda. Der riecht nach Maggi, finde ich. Ja, hier riecht wirklich nach Maggi. Ist immer der coolste von Bonjour schon gewesen, muss ich sagen. Ich sag da nichts zu. True. Ich darf rutschen gehen. Also tue ich's nicht, weil ich suche die Toilette. Ich muss hart pissen. Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, dass wir beim Laufen essen, haben dann aber vergessen. Das wäre ein bisschen Mayonnaise. Ich wollte dir gerade auf eine nette Art und Weise sagen. Das ist okay. Aber uns ist dann aufgefallen, dass Martin ja eigentlich gar nicht filmen kann, während er auch isst. Also hätten wir auch einfach essen können. Ja, er kann auch filmen, während er isst. Nee, eben nicht. Macht er doch gerade. Nee, tut dann eben nicht. Der hält einfach nur seine Pommes, aber er kann nicht essen. Ja, aber so können wir Strecke zurücklegen, kurz eine Essenspause machen und dann filmen. Ergibt schon Sinn. So werden die Mitarbeiter bei uns ausgenommen. Was hast du denn ausgenommen? Er hat eine Pommes gekriegt. Gib nicht meine Pause. Doch. Du hast schon, wie viel hast du schon gegessen, Mann? Guck mal, schon halb leer. Also. Und im Auto durfte ich auch schlafen. Ja. Endlich durfte ich schlafen. Aber die 45 Minuten müssen auch reichen, ne? Sebastian hat einmal die Kamera vergessen aufzunehmen. Da oben ist ein Orang-Utan, der ist extra da hochgeklettert. Und das sah cool aus und dann hat er sich da oben hingesetzt und runtergeschifft. Der da? Genau der. Er hat seine Notdurft verrichtet. Die Enten essen die Kacke. Hast du gesehen, wie der gerade da richtig runtergekackt hat? Ja. Und die Enten sind direkt dahin gegangen und fressen das. Herr Peter, wie fühlst du dich eigentlich beim Essen, während du jemandem anderen beim Kacken zuguckst? Na gut, das ist ein Tier. Das ändert gar nichts an der Leckerigkeit der Pommes, ja. Ich bin ein Tier. Ja. Hatten wir auch schon, die Kamera hat mich als Tier erkannt. Oi, oi, oh, 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 oh. Da tut mir echt. Oh, da kommt er noch. Oh, bumm. Hat sich das schon Highlight? Das ist schon Highlight. Hat sich gelohnt, ja. Ja, Highlight noch. Oh, 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 jetzt. Oh. Der sieht halt wirklich aus wie Quarz. Alter.
Aber ich glaub's denn gar nicht. Nee, das geht doch nicht auf die andere Seite. Okay, Jay, was meinst du? Gehen mal hoch dafür, oder? Was meinst du, Jay? Was machen die da jetzt? Erstmal nochmal 5 Minuten warten. War ja anstrengend, ne? Ja. Und dann wird's vielleicht wieder nass. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das Konditionierung ist. Wenn du dich da oben hinsetzt und jedes Mal beim Pinkeln, die Leute, die alle hier unten stehen, die sehen die ja, immer irgendwie wow und so weiter machen. Ich glaube schon. Oh. Okay, sie kacken wieder, Jay. Oh. Okay, man sieht ganz schnell, wie die Leute flüchten. Die Tochter eigentlich so dumm. Klär uns mal auf, was sind das für Affen? Martin, sieht dein Hintern manchmal auch so aus? Wenn ich viel gegessen habe. Wenn du viel gegessen hast. Du besonders scharf zufällig. Ja. Ich weiß nicht, wie die Affen heißen. Musst du unseren Tierarzt fragen. Er steht da vorne. Jay, was sind das für Affen? Gorillas. Baby-Gorillas. Er lügt. Bienen? Spinnen? Löwe, kein Löwe. Aber das ist dann für weit weg, das Objektiv, ne? Ja. Sehr gut. Dann stehe ich jetzt hier, glaube ich, nicht so optimal. Musst du mal näher rangehen. Das sieht interessant aus. Das sieht interessant aus? Zu nah. Das ist ein netteres Wort für hässlich. Das ist zu nah. Zu nah. Das ist zu nah. Wir haben keinen Löwen gesehen. Wir gehen jetzt weiter. Das war wieder eine wunderbare Folge. Jay on the Way. Ich bedanke mich erstmal bei den Gästen, die dabei waren. War echt cool. Wir haben es versucht, es so zu machen, wie es sich gehört. Ja, sehr gut. Ist ein sehr schöner Zoo, muss ich sagen. Wir haben scheiße Affen gesehen. Cool. Also vor allem für Kinder. Für Kinder zu empfehlen. Scheiße Affen waren mega. Für Kinder zu. Die haben kein Streichelzoo. Ja, aber es sind super viele Kinder hier und die haben super viele Sachen, was nur Kinder machen können. Nur weil viele Kinder sind, heißt das ich würde mein Kind auch hier mit hinnehmen und das wäre cool. Okay. Und das heißt schon was. Jetzt sind wir auf dem Jay, da in die Atmung zu reden. Wir sehen uns oder hören uns dann in ein paar Jahren wieder. Zu einer weiteren Folge Jay on the Way. Das war das Haar auf der Linse. Ist nicht jeder Zoo für Kinder geeignet? Jetzt nicht mehr. Jeder Zoo.